Tag auch Leute, zurück zu Zelda Wind Waker. Ich weiß, ihr liebt mich alle für den letzten gesetzten Cut. Aber ich wollte nicht unbedingt über die Länge so weit hinaus, weil das Rendern, das dauert doch schon ziemlich lange, vor allem mit den ganzen Dateien jetzt. Ach, das ist doch scheißegal. Im letzten Part, was haben wir da gemacht? Wir haben so einiges gemacht. Wir haben den Bumerang erhalten. Ja, ist toll, ne? Und wir haben noch irgendwas gemacht. Ach, hier ist schon der Masterschlüssel. Oh, also werden wir wahrscheinlich in diesem Part sogar schon den Dungeon beenden können. Okay, cool. Sekunde, das glaube ich jetzt nicht. Doch, wir haben alle Räume abgeklappert und Truhen vergessen, wie sonst sowas. Egal, wir brauchen nur den Masterschlüssel. Lol. Okay, ich bin jetzt tatsächlich von mir selber irgendwie, also nicht von mir, sondern ich bin ziemlich überrascht, dass der Dungeon doch so schnell zu Ende geht. Aber was soll's, okay. Gut, versuchen wir es einfach mal, indem wir alle Kristalle gleichzeitig aktivieren. Wer hätte gedacht, dass das funktionieren könnte? Das war so unerwartet. Oh Gott. Gut, was ist hier natürlich drin? Hier drin ist, wir alle wissen es, aber keiner sagt es. Verdammt, ich dachte, Zeldas BH wäre drin. Nein, das habe ich nicht gesagt. Den großen Schlüssel, ne? Den Masterschlüssel, so wie ich gerne sage. Gut, damit haben wir dann Schweinepriester am Hals. Das finde ich aber toll. Zwei Stück auf einmal. Hurra! Das macht Aua. Das macht Spaß. Aua! Wow! Okay, die ziehen ein Herz und lassen uns fliegen bis sonst wohin. Das ist toll. Nicht. Ach, den anderen haben wir. Nein, der andere ist noch da. Gut, der dürfte jetzt tot sein. Kann ich die Lanze nehmen? Und ich schlag dich kaputt. Okay, der kann mit der Lanze etwas besser umgehen. Hab ich verstanden. Brauchst du nicht sagen. Hab ich verstanden, du Arsch. Aber dafür darfst du jetzt sterben, hoffe ich. Jetzt reicht's. Es reicht! Es reicht! Moment. Spezialattacke! Wer es gesehen hat, das war der Helmspalter aus Zelda Twilight Princess. Auch wenn das ein bisschen schwer zu sehen war, weil... Oh, oh, oh. Viel Kohle, viel Kohle, viel Kohle. Und Herzen und Kohle und weg. Und hier ist wieder ein Totenkopf-Amulett drin. Die nehmen wir natürlich mit, weil die brauchen wir, glaube ich, irgendwann auch. Ich bin mir allerdings nicht sicher... So, wie kriege ich euch jetzt weg? Das ist jetzt wirklich eine... okay. Wir sollen gar nicht den Ausgang da unten nehmen, wir sollen den Ausgang hier oben nehmen. Gut, vielleicht hätten wir mehr auf Link achten sollen, weil ihr seht schon, der guckt automatisch da hoch. Das heißt, er gibt uns Tipps. Das steht sogar in der Spielbeschreibung, soweit ich weiß. Da steht drin, wenn du nicht weiter weißt, achte auf Links Augen, beziehungsweise auf Links seinen Blick. Er sieht manchmal versteckte Gegenstände, die du nicht sehen kannst und so, was weiß ich. Irgendwie so in der Art steht das bestimmt da drin. Ich habe es jetzt hauptsächlich interpretiert. Ein Glück, dass ich gerade den Bumerang geworfen habe. Dadurch habe ich nämlich den Schleim, der direkt hinter mir gespawnt ist, gestoned. Das heißt, er war außer Gefecht gesetzt. Vorerst. Gut, jetzt müssen wir nur darüber kommen, ohne von den Klettullas erwischt zu werden. So, da, 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 da. Na, überleben immer so viele. Drei an der Zahl. Sind ja auch so extrem viel. Da jetzt alle futsch? Nein, da sind immer noch welche. Oh. Das sind schlimm, diese Viecher. Meine Nase ist verstopft. Das finde ich überhaupt nicht toll. Und Nase hochziehen will ich ehrlich gesagt auch nicht. Das Problem ist, ich muss über den Mund jetzt atmen, weil die Nase zu ist. Und wie ihr euch sicher vorstellen könnt, ist über den Mund atmen, während man sprechen muss, etwas schwierig. Wow, ich habe endlich mal eine logische Erklärung dafür gefunden, dass ich immer irgendwie ein bisschen verschnupft klinge. Hey! Gut. Ich hoffe, das klappt jetzt. Bitte lass uns hoch. Danke. Gut, beim letzten Mal hat es irgendwie nicht funktioniert. Da ist er ja so gut wie sofort wieder ausgegangen. Ach, jetzt müssen wir hier lang. Ach, okay. Ich hatte mich nämlich gefragt, als wir hier in dem Raum waren. Das ist übrigens der große Raum, wo die Blume von oben runterhing. Da so. Die hing da ganz weit oben. Da hatte ich mich gefragt, wie zur Hölle sollen wir das schaffen. Aber wir haben ja jetzt den Mummer. Ran. Oh nein, zwei. Oh nein. Ja, die Viecher kennen wir ja. Der Zwischenboss in diesem Dungeon war übrigens so ein Viech nur mit Flügeln. Aua. Fand ich nicht toll. So, der ist hin. Und die Klettullas haben wir natürlich trotzdem am Hals.
Ah, okay. Der Weg ist freigegeben. Jetzt die Frage, aus welcher Richtung kam ich? Oh, Klettolas, geht weg. Danke. Erstmal die Truhen öffnen. Mal sehen, was so drin ist. Ein Glücksamulett. Das können wir schon mal gebrauchen. Ja, den Text haben wir schon 1000 Mal gesehen, Spiel. Sag mal, kann das eigentlich sein, dass es hier in diesem Dungeon insgesamt nur einen einzigen Schlüssel gab? Also ein Schlüssel für eine Tür? Kann das sein? Moment. Diese Klettulla muss sterben. Die kotzt mich an. Irgendwie hat die alles bis jetzt überlebt. So, ist hier nicht noch eine zweite Truhe aufgetaucht? Hier laufen wir wieder zurück, wie ich der Karte entnehmen kann. Und hier geht's weiter. So, alles gut. Jo, wir sind schon da. Finger weg von diesen Kokons. Da sind nämlich manchmal auch Gegner drin. Nicht nur nützliche Items, sondern tatsächlich auch Gegner. Hier zum Beispiel Klettolas. So. Hier sind Rubine. Aber es gibt, glaube ich, auch ganz normale Gegner hier drin. Und wie kriege ich dich jetzt kaputt? Berechtigte Frage, glaube ich. Ich will nämlich... Aua. Für den Notfall, dass irgendwas passiert jetzt, dann kann ich nämlich gleich... Hier war eine Fee. Scheibenkleister. Ach, wir haben ja noch... Haben wir... Moment, ich muss mal... Wir haben noch die eine Fee, die wir gefangen haben im ersten... Ach so, ja. Im ersten Tempel haben wir ja eine Fee gefangen. Und jetzt weiß ich, hier kann man einfach mit den Stäben... Und dann das hier... Abfackeln. So. Und die Klettulla nervt schon wieder. Nerv nicht. Ah, stirb. Gut, jetzt können wir für den Notfall nochmal vom Anfang des Dungeons bis hierher. Ohne komplizierte Umwege zu nehmen. Und ich würde sagen, ich mache den Endgegner jetzt direkt. Ja, doch. Oh, was ist hier? Och! Da ist ja der Krog. Süß. Du bist nicht niedlich, du bist hässlich. Und verfressen noch dazu, wie es aussieht. Oh. Ja. Einer meiner persönlichen Hassendgegner in diesem Spiel, weil irgendwie bin ich immer zu langsam rechtzeitig zu treffen. Schön wabbeln, ne? So muss das. Diese Tentakel, die so aus dem Boden ragen, die treffen uns gleich. Jo, da kommen sie. Man kann aber... Autsch. Man kann aber mit dem Bumerang einfach da oben die Tentakel abschneiden, was übrigens auch gemacht werden muss. Allerdings sollte das nicht allzu lange dauern, weil die wachsen nach, die Scheißviecher. So, Moment, wo haben wir jetzt noch welche? Da. Schnell, mach die ab. So, dann fällt die Pflanze nämlich runter, macht sich auf und wir können sie attackieren. Nein! Wir wurden aufgefuttert. Das sollte natürlich nicht passieren. Das zieht, glaube ich, ein Herz. Oder es zieht einfach mal gar nichts, wie ich gerade festgestellt habe. Das fand ich aber toll. So. Schon mal... Aua. Vorsichtshalber ein paar Sachen abschneiden. Ein paar Sachen mehr abschneiden. Willst du mich verarschen? Sachen abschneiden. Vielen Dank für die Blumen. Nein. Irgendwie... Na, oh, Gott. Ja. Der Spruch, der war gerade ziemlich, passend zum Dungeon, aber wirklich, ich hatte überhaupt nicht mit einer Silbe daran gedacht, dass der Dungeon aus Blumen besteht und deswegen habe ich auch nicht, ich wollte nicht unbedingt den Satz mit Blumen vergleichen, aber ich zeige euch Blumen. So, da ist schon wieder eine Katze auf der Fensterbank. Oh Gott, was ist mit mir los? Ich laber so einen Stuss. Aber das mache ich doch eigentlich immer, oder nicht? Also von daher ist das nicht so schlimm. Gut. Du musst sterben. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Hab ich hier was vergessen? Ich habe hier was vergessen. So, ihr seid jetzt ab. Ihr seid ab. Ihr seid ab. Da hängt immer noch was, oder? Da hängen immer noch 4. So, jetzt nicht mehr. Jetzt sind sie weg. So, und ich hoffe, jetzt war es das für dich. Nee, natürlich nicht. Ich sehe es schon kommen. Ich mache das Ganze jetzt nochmal. Treffe nur ein einziges Mal mit meinem Schwert diese blöde Pflanze. Und die Pflanze stirbt. Um was wollen wir wetten? Das ist bei mir fast immer so. Und diese Pflanze hat mich gerade voll fies erwischt. Oh Gott! Diese Tentakel, die wollte ich eigentlich nicht haben. Danke.
Ich sag dazu einfach Tentakel, weil mir fällt dazu nichts anderes ein. Es sieht einfach nur eklig aus. Es erinnert irgendwie an Tentakel. Also von daher. Und damit meine ich nicht Day of the Tentacle. Oh Gott, jetzt... Oh. Ich spreche so viel Stuss. Das gibt es nicht. Pflanze muss sterben. Ah, ich weiß, wieso ich so viel Stuss rede. Die Pflanze ist eine Droge. Aha. Naja, sie war eine Droge. Sie ist tot. Puff. Ach, da ist ja der oh, ich dachte schon, der stirbt. Irgendwie sieht der cool aus mit dieser Blume, ne? Sah schon irgendwie... animiert? Geiler Gegner, muss ich sagen. Warst du es, der mich gerettet hat, werter Freund? Nein. Ich danke dir vielmals. Als mir schwarz vor Augen wurde, da dachte ich, mein letztes Stündlein hätte geschlagen. Aber wie bist du nur bis hierher gekommen, werter Freund? Was, ein Dekoblatt? Aber ja doch. Heute ist doch der Tag der alljährlichen Zeremonie. Wir dürfen hier keine Zeit verschwenden. Wir müssen schnell von hier entkommen. Ja, das tun wir auch, nachdem wir den Herzcontainer gesammelt haben. Oh yeah, jetzt haben wir 5 Herzen. Ist das nicht toll? Das ist toll, ne? Gut. Hier drin haben wir nichts mehr zu suchen. Also tschüssi. Markorus nehmen wir natürlich nicht mit. Ich glaube, der hieß Markorus, oder? Schon lange her. Ach, der watschelt so oder so hinterher. Süß. Und weg ist er. Oh, ich bin so verschnupft, das gibt's nicht. Die Nase ist verstopft. Oh, das ist kacke. Aha, wir haben ihn wieder. Oh, Markorus, du bist wohl auf zurückgekehrt. Ja, ist er. Es tut mir ja so leid, Dekobaum. Ich weiß, du hast uns immer und immer wieder gewarnt, aber ich war taub. Gräme dich nicht mehr, Markorus. Das nächste Mal wirst du vorsichtiger sein. Lukas, das hast du wirklich gut gemacht. Nimm dies hier als Zeichen meines Dankes an. Ich gebe dir, was ich dir versprochen habe. Was denn? Ach, Pharoros Diamant. Ah. Yay! Du hast Pharoros Diamant erhalten. Du hast ihn vom Dekobauen, dem Terrahüter, überreicht bekommen. Ich bete, dass dieser Diamant dir den Weg zu einem guten Schicksal weisen wird. Naja, wir haben noch so einiges vor uns, so viel kann ich sagen. Aber, Markorus, so weine doch nicht mehr. Trockne deine Tränen und erfreue uns wie immer mit deinem fröhlichen Spiel. Hä? Du hast recht, wir müssen umgehend mit der Zeremonie beginnen. Tut mir leid, dass ich euch alle habe warten lassen, also dann beginnen wir. Wo hat denn die Geige her? Werter Freund Lukas, ich werde mir heute besonders viel Mühe mit bei meinem Spiel geben, um mich dir erkenntlich zu zeigen. Moment, Synchronisation. 3, 2, 1, bam! Ich hoffe, du findest an dem Konzert Gefallen. Hä? Ich lasse mal laufen. Schon zu Ende? Schade. Was machen die denn jetzt? Dekobaum, auch dieses Jahr gibt es wieder eine ganz vorzügliche Saat. Mit Hilfe dieser Saat können wir wieder prachtvolle Wälder heranwachsen lassen. Dann machen wir uns mal auf den Weg. Wir freuen uns schon auf nächstes Jahr. Bis dann und leb wohl. Und dir auch alles Gute, werter Freund. Ich hoffe, wir sehen uns wieder. Kommen die nur einmal im Jahr oder was? Das habe ich nie so richtig verstanden. Ich dachte, die leben die ganze Zeit auf dieser Insel und fliegen dann nur zur Zeremonie kurz weg und kommen dann wieder. Aber wir werden noch sehen, dass dem nicht so ist. Okay, wir haben alles, was wir in Tantopia brauchten. Da spielt Markorus auf seiner Geige.
Hübsch, hübsch. Da fällt mir gerade ein, es gibt hier auch eine Kamera. Wir haben ja eine Fotobox und zwar die hier, aber die nimmt ja leider nur schwarz-weiß auf. Man kann die auf Farbe umkopieren lassen, also verbessern lassen. Allerdings braucht man dafür ein besonderes Glühwürmchen und zwar genau dieses hier, was gerade so schön um uns rumschwirrt. Und ich glaube, das werde ich auch mal schnell fangen, weil dann haben wir das zumindest schon mal in der Tasche. Achtung! Das ging ja leicht. Du hast ein Tannenglühwürmchen in der Flasche gefangen. Ein mysteriöses Lebewesen, das ein merkwürdiges Licht ausstrahlt. Das finde ich aber schön. Ist das auch so traurig? Nee, das ist einfach nur so, das leuchtet einfach nur. Gut, dann würde ich sagen, verlassen wir jetzt erstmal Tantopia. Denn, ich denke mal, der rote Leuekönig wird sehr viel Interesse an dem finden, was wir ihm erstmal so zu erzählen haben, was wir alles durchmachen mussten und was weiß ich nicht alles. Und diese Strömung ist so stark, ich kann nicht dagegen ankämpfen. Hier unten geht's wieder. Okay. Terry, Terry, Terry. Wo fährt denn der eigentlich hin? Habe ich nie rausgefunden. Er war immer weg, bevor ich es rausfinden konnte. Und so weit schwimmen will ich nicht und mit dem Boot fahren ist auch langweilig. Na gut. Was? Der Briefkasten spielt verrückt. Guten Morgen. Naja, bei mir ist eher Abend, aber lass mal. Ich habe einen Brief für Lukas. Hier ist Ihr erster Brief. Igitt, schön mit Saba. Lieber Lukas, die Tatsache, dass du diesen Brief gerade in Händen hältst und liest, bedeutet, dass du Gebrauch von unseren Briefkästen machst. Wir stehen wirklich tief in deiner Schuld. Ich entschuldige mich aufrichtig dafür, dass wir keine Gelegenheit hatten, dir unseren Dank gebührend auszudrücken. Wir können leider nicht viel für dich tun, aber falls dir jemand einen Brief oder eine Postsendung schickt, werden wir dafür sorgen, dass du die Sachen in einem Briefkasten in deiner Nähe in Empfang nehmen kannst. Sollte der Briefkasten also ungeduldig herumzappeln, so wie eben gezeigt, wirf doch bitte einen Blick hinein. Ich bin mir sicher, du hast noch eine lange Reise vor dir. Ich habe dem Brief eine Kleinigkeit für dich beigelegt und hoffe, dass es dir nützen wird. Bitte nimm es als kleines Dankeschön an. Ich freue mich schon auf den Tag, an dem ich dich wieder bei uns begrüßen kann. Ich wünsche dir alles nur erdenkliche Gute und für deine Reise. Gezeichnet Komoris Vater. Du hast ein Herzteil gefunden. Oh mein Gott, es gibt also doch Herzteile in diesem Spiel. Oh yeah. Ja, ich glaube, hier müssen wir 4 oder 5 suchen. Ich glaube nur 4. Gut. Ich konnte jetzt gar nichts machen. Ich habe nichts gedrückt. Es ging von alleine. Dann wurde diese Insel also auch von Ganon überfallen. Er wird doch nicht im Begriff sein, seine Macht wieder erstarken zu lassen. Lukas, der letzte Diamant, verbirgt sich nordwestlich von hier. Verliere keine Zeit und setze sofort den Kurs. Setze sofort Kurs. Nö. Nö, will ich nicht. So. Denn ich will hier nämlich mal wieder cutten auf die Gefahr hin, dass ihr mich wieder hasst. Aber ich sage Tschüss und bis dann irgendwann, euer RNGLP. Wenn euch der Part gefallen hat, könnt ihr mal in die Kommentare schreiben. Also ich sage Tschüss und bis dann irgendwann, euer RNGLP. Bye.